Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Hier ist wieder euer Leon von The Dark Side LPs und ja, wir haben jetzt die Pfefferschote gefunden, beziehungsweise das Blatt hier drin. Und wir setzen unseren Weg weiter fort durch den Vulkan. Ja, den Trick kennen wir mittlerweile schon. Und der Weg ist frei. Hier ist nichts. Gehen wir mal hier lang. Ja, den müssen wir auch noch irgendwie da wegkriegen gleich. Komm, Hundi. Ja, kommen wir hier lang. Auch hoch. Ne, da wollen wir noch nicht rein. Da ist ja noch ein Kürbis. Kürbis im Vulkan und wir haben eine Wurzel gefunden. Okay, aber sonst nichts Aufregendes. Okay, dann fährt es einfach doch mal hier lang. Ich glaube, da kommen wir später nochmal hin. Müssen wir ja so oder so irgendwie. Oh, wir haben was gefunden. Du hast genug Asche. Okay, Asche habe ich anscheinend auch genug. Gibt es hier noch irgendwie was? Nö. Nicht. Hier ist auch noch irgendwie was los. Ich glaube, irgendwo war hier sogar noch mal ein Geheimgang gewesen, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wo der war. Da kriegen wir, glaube ich, auch noch mal eine Formel her von irgendwem, von irgendwo her. Oh, okay, das ist ein Monster. Ich schaue mich hier deshalb mal um. Gehen wir mal hier runter. Ja. Drei Tropfen Wasser gefunden. Nirgendwo lang. Ah doch, hier war er doch. Du hast genug Wasser, du hast Fox gefunden. So, hier. Wer bist du denn? Ich verstecke mich hier vor der Echsenbrut. Ich kämpfe gegen die Echsenbrut. Sie sind dabei, den Vulkan zu löschen. Aha, dann vertraue ich mir dich an. Ich gebe dir etwas, das du sicher gebrauchen kannst. Das ist die Turbo-Antriebsformel. Sie wird deine Beweglichkeit in Kämpfen erhöhen. Du brauchst nur etwas Wachs mit zwei Tropfen Wasser vermischen und das Elixier ist fertig. Okay. Erhöhte Beweglichkeit deines Ziels. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Bisschen später speichern. Ja, speichern wir direkt mal ab. Nutzen wir die gute Gelegenheit mal. Auf Wiedersehen. Ja, nee, wir können nichts machen. Und hier erwartet uns auch schon eine blöde Echse, die uns irgendwie aufgelauert hat. Wenn unser Hund nicht mehr angreifen würde. Ja, lass mich aufladen, du greifst an. Toll. Hier, Hund. Jetzt können wir uns aber hier mal hier lang gehen. Kommt. Oh, F2. Ah, müsst ihr jetzt auch noch mit platt machen können. Aber egal, muss ich das eben halt tun. Komm her. So. Dummi-dummi-dumm. Mann, ey, hier ist es echt heiß. Okay, wieder genug Asche. Ah. Ja, super. Alles klar. Das hätten wir dann schon erledigt. Oh, toll, ich konnte damit ja weiterlaufen. Na gut, fürs nächste Mal weiß ich das halt. Nee, Huni, du kannst hier nach unten angreifen gehen. Ja, toll, jetzt haben wir beide nichts davon. Au, außer Schaden. Die uns das, der blöde Echse gemacht hat. Greif an! Den nicht? Du bist doch einer. Ja, aber lässt sich angreifen. Was? Das kann jetzt nicht sein hier. Sehr schön gemacht, Huni. Kriegst du nachher auch ein Leckerchen. Gucken wir mal hier noch rum. Was ist das? Zwei Wege. Okay, gucken wir uns erstmal den hier an. Hier haben wir auch noch was. Du hast genug Wachs, du hast genug Asche. Wir haben alles genug, hier ist noch nichts weiter. Super. So können wir auch mal zocken. Alles voll. Voll eingekauft. Ah, jetzt sind wir also... Oh, da unten ist doch ein Geheimgang. Flitzen wir doch mal schnell zurück. Komm, Hundi. Wie soll man da bitte hinkommen? Juhu, Level up. Naja, das ist eine gute Frage. Lass mein Hundi in Ruhe. Sehr schön gemacht, Hundi. Okay, ich glaube, ich komme da irgendwie später noch hin oder von der anderen Seite oder ja sonst wo. Ach, scheiße. Muss ich ja dann doch mal irgendwo gucken. Oder von unten. Kommt man von unten dran, oder? Die, oder? Nee, oder? Hm, egal. Wir haben eigentlich schon die Formel, die versteckte Formel geholt, von daher... Kann da nichts mehr sein. Und ich glaube, das war sogar der Raum gewesen mit dem Typen da drin. Na komm, Hundi.
gehen wir weiter. Oh, das sieht doch schon mal sehr interessant hier aus. Au! Hundi, angreifen! Oh, na toll, auch nicht schlecht. Ach, das ist doch ein Scheiß, ey. Wieso läuft da so viel rum? Also, der Speer ist echt beschissen. Die Gegner müssen echt still stehen, damit wir sie irgendwie erwischen können. Ansonsten hat das echt gar keinen Sinn. Und es ist echt verdammt schwer, die zu treffen, sonst, weil die zu viel rumtanzen. Da oben haben wir doch einen Chef. Scheiße, das war ja echt mal für den Arsch jetzt, ey. Komm, Muni, jetzt mach du ihn platt. Geh hin, greif an, mach kaputt. Sehr schön. Oh, wir haben Pfeffer erhalten. Oder so. Mein Hund hat auch noch irgendwas gefunden. Hast gefunden, Digga. Schnüffelst du wieder eine Lava, machst dich wieder high. Ja, du bist ja ein toller Hund. Okay, also müssen wir so oder so doch nach unten. Also, hier kann man noch nie zu runterspringen. Also müssen wir den ganzen kompletten doofen Weg jetzt hier zurücklaufen. Ja, ich glaube, das müssen wir auch wohl. Ja, haben keine Wahl. Müssen halt zurücklaufen. Dann können wir noch mal kurz gucken, was mit dem Raum da war. Lauf um die... Ja, von hier kommt man ja sonst nirgendwo dahin irgendwie. So, Echse. Super. Und da ist nur eine Echse. Nee, also wir kommen echt von hier aus gar nicht dahin. Ich habe schon ganz trockenen Hals von so viel Quasseln hier. Also ich glaube, das war schon echt wieder genug für heute. Aber wir machen noch lange nicht Halt. Wir machen so lange weiter, bis auch das letzte Stimmbändchen gerissen ist, kaputt ist oder vertrocknet oder ausgeschöpft ist. Kein Problem. Dafür sind Let's Player da. Ja. Gut gemacht, Uni. Ich kann nichts mehr tragen, ich bin voll Uni. Ja. Gucken wir jetzt nochmal hier unten nach, eben bei dem Typen. Ob wir von da aus in einen Raum sehen können. Nein. Da können wir irgendwie nichts sehen. Ach, die Bildechse schon wieder. Hundi? Was ist mit euch los? Hallo? Okay. Das war echt ein übelster Bug irgendwie. Mein Hundi hat sich verliebt gehabt, glaube ich. Er wollte es nicht zugeben, deswegen hat er nicht angegriffen. Aber ich habe dich durchschaut. Du komischer Hund. Komm, Hundi. Keine Zeit. Ja, wir sind voll mit Asche, mit irgendwelchen komischen anderen Dingern. Und hier sind wir auch schon wieder. Wow. Oh, das war gut. Okay, und gehen wir mal hier irgendwo weiter. Wenn die blöde Ex jetzt da oben stehen bleiben würde, dann könnte ich sie platt machen. Super, unerwischt. So, jetzt können wir hier auch endlich lang. Heben den Stein hoch. Miau. Und laufen durch. Kommst du, Hundi? Da ist er. Oh! Was ist denn das? Okay. Ich glaube, den sollten wir mal verfolgen irgendwie. Aber vorher kennen wir die Dinge hier noch. Okay. Ah! Hier rein, Hundi. Okay. Irgendwo lang, keine Ahnung wo lang. Hauptsache irgendwo. Ah, okay, wir fliegen runter. Können wir uns nicht mehr halten. Ah, cool. Ein Schalter, den müssen wir... Ach so, für das Tor hier oben. Im anderen Raum befindet sich ein Schalter. Wenn wir diesen Schalter bestätigen, können wir dadurch vielleicht die Tür öffnen. Ja, finden wir am besten auch sofort mal raus. Aber irgendwas Komisches hatte diese komische Raptor-Echse noch mit sich. Ach, die waren wir gerade. War ansonsten ein Raptor, der hier einfach so rumläuft, ist schon irgendwo merkwürdig. Das ist kein Problem. Nee, ist nicht so weit, oder? Nö. Eigentlich nicht. Flitzen wir weiter. Wow.
Ah, hier sind wir schon wieder. Okay, dann gehen wir nochmal hier lang. Diesmal gehen wir weiter geradeaus. Und gehen mal hier durch. Nach oben, nach links, nach unten und nach rechts. Nach oben und da wieder rein. Ich glaube, wir sind schon wieder da angekommen, wo wir gerade waren. Ja, definitiv. Aber leider ist meine Zeit auch schon wieder rum. Und ja, wir müssen irgendwie das Rätsel noch lösen. Was genau passieren wird, wie es weitergeht, was das bewegt mit dem Schalter, mit der Tür und was dieser Raptor auf sich hatte, werden wir in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Evermore. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.